Ja, der nächste Kampf ist die inzwischen dritte Auflage von Stigma gegen Owen Hart. Ja, Best of Three könnte man jetzt sozusagen sagen. Es steht momentan 1:1. Stigma hat das letzte Match gewonnen gegen Owen. Na, mal abwarten, wie dieses jetzt ausgeht. Das dritte Match zwischen Owen Hart, dem ehemaligen Television Champion, und Stigma. Und wir sind im Übrigen bei der letzten Fallout-Ausgabe vorm SummerSlam. Eine der vier großen Events neben Royal Rumble, WrestleMania und Survivor Series. Ein schöner Russian Leg Sweep jetzt von Owen. Und einen Backdrop. Ja, ich denke aber mal, dass Owen aus der letzten Begegnung von den beiden gelernt hat. Vielleicht, ich denke mal, aus seinen Fehlern, wenn er dann welche gemacht hat. Oder er hat den Gegner besser analysiert, was ich mir auch gut vorstellen kann. Ist ja ganz klar. Auch aus Niederlagen lernt man an Erfahrung. Schöner Fisherman Suplex. Den hat man ja so an sich entweder noch gar nicht oder sehr selten gesehen. Und Owen, der schlägt jetzt auf Stigma ein, als gäbe es kein Morgen mehr. Und DDT-Konter. Nutzt er den Schwung aus, um ihm über den Rücken zu rollen und einen DDT zu zeigen. Owen, er drückt ihn da einfach Richtung Boden, nimmt ihm ein bisschen das Standbein weg. Jetzt ein paar Schläge, ein paar Punches und einen Jawbreaker. Ein Tritt in den Rücken, der kann entzücken, kann, muss aber nicht. Owen, der gibt jetzt ganz gut Gas, der hat keine Lust, sich nochmal von einem Rookie besiegen zu lassen. Weil das ist doch schon ein bisschen peinlich. Ein bisschen zumindest. Als ein Headlock und Kicks. Sonst hat er die mal auf den Boden gezeigt. Jetzt zeigt er die mal eine Etage höher. Und warum auch nicht? Darf er ja. Aber Owen darf genauso gut einen Russian Leg Sweep zeigen. Und ein Superkick. Naja, auf halber Höhe. Und tritt in den Rücken. Den zeigt er ganz besonders gerne. Und da haben wir die Kicks ins Gesicht. So gewöhnlich kommt jetzt erst immer der Tritt in den Rücken. Ah, schönes Chain Wrestling Segment. Was wir da gerade gesehen haben. Kann ich nicht anders sagen. Sah recht schicknieke aus. Ich wollte erst schnieke sagen, habe mich dann für schick entschieden und dann doch wieder für schnieke. Deswegen kam da irgendwas mit schicke raus. Naja. Ja, da gab es einen Schlag ins Gesäscht. Und ein Roller Rope Break. Rope Break. Da war Stigma zu nah am Ringseil. Und Whip-In, harter Whip-In. Ja, Rope Break, da war der kleine Zeh noch am Seil. Und wieder Keks von Stigma, aber auch, und der kann auch zurücktreten. Da gibt es jetzt mal einen harten Whip-In von Stigma, weil der hat sich mal richtig gewaschen. Jetzt einfach mal das Knie voll gegen die Rübe. Und ich glaube, Stigma will da wieder abräumen. Und das Kommentatorenpult hat er im letzten Match von den beiden ja auch gemacht. Ein Chop von Owen. Ich dachte gerade schon, das aussah wie der Ansatz zum Sharpshooter. Und schöner Neckbreaker. Eigentlich so eine typische Hard-Aktion. Also von Brett oder und oder Owen. Und jetzt geht's auf den Tisch. Er geht diesmal in den Ring. Geht wieder raus. Ja, kann er sich her, sich mal entscheiden. Und jetzt geht er auf Seil und Elbow und der sitzt. Ja, Jerry Lawler, er kann es gar nicht fassen.
Und Stick mal wieder am Jubeln. Das hat er beim letzten Mal auch gemacht. Und steht da wieder. Es geht auf den Rücken. Und jetzt darf Stick mal auch mal auf die Platte vom Kommentatorenpult. Da müssen beide aufpassen, dass sie nicht gleich ausgezählt werden. Ja, der Ref ist bei 5. Das erklärt das schnelle Gelaufe der beiden. Und der Knockout-Kick. Also Stigma, der nimmt ganz gerne das Kommentatorenpult auseinander. Wow, Running High Knee. Und es bringt den Sieg. Stigma gewinnt. Meine Güte, der Typ, der zeigt uns auch Aktion. Einfach nur nice. Wirklich nice. Kann ich nicht anders sagen. Wirklich nices Match von ihm. Schöne Extremaktion. Ich mache jedes Mal das mal Kommentatorenpult. Und wir kommen jetzt zum mittleren Match der Matchcard. Ryo Nashimaru trifft auf Trestico. Trestico hat ja sein letztes Match gegen Baron Corbin verloren. Verdammt, ich habe mir eine Borke abgeknibbelt am Bein. Saftet ein bisschen. Ja, schmeckt nach Blut. Bäh. Muss ich mal einen Schluck trinken, das ist ja ekelhaft. So. Und da sind wir jetzt im Match. Ja, mal gucken, wie Trestico sich gegen einen Ryo Nashimaru behaupten kann. Das letzte Match hat er ja verloren gegen Baron Corbin. Leider muss man sagen, also er hat sehr gute Aktion gezeigt. Gut, Baron Corbin war einfach der bessere Mann in dem Match. Und die beiden hier, also Ryo Nashimaru und Trestico, ehemalig Terratox, haben ja ungefähr zur selben Zeit im Universe angefangen. Beide in Season 2 dazu gekommen. Aber naja. Ryo Nashimaru hatte nicht so viele Pausen wie Trestico. Und einmal Drehung und Kopfschere. Also wirklich zwei hochkarätige Techniker jetzt hier im Ring. Also da dürfte uns einiges erwarten. Nur wer dieses Match gewinnt, puh, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und da zieht er ihm einfach mal das Bein so ein bisschen nach hinten weg. Ich bitte um Entschuldigung, da musste ich jetzt einmal gähnen. Nicht, weil das Match so langweilig ist, um Gottes Willen. Nein, nur weil es schon ein bisschen später am Tag ist. Und ich schon längst pennen gehen müsste. Aber naja, was tut man nicht alles für das Universe und für die Community? Außerdem haben wir ja bald SummerSlam. Also von daher kann man da ruhig mal ein bisschen was für tun. Beide jetzt draußen. Und gleich wahrscheinlich wieder drinnen. Momentan sieht es ja wirklich sehr, sehr gut für Trestico aus. Aber das heißt nichts. Ein Ryo Nashimaru, der kann das Match innerhalb von 2 Sekunden drehen und dabei sogar noch gewinnen. Ein schöner Dropkick. Und Trestico, der will nicht klein beigeben. Kommt nur ein Japanese Arm Drag ab. Und Tritt gab es auch noch. Den gab es umsonst oben drauf. Und jetzt ist Ryo Nashimaru da dran, zurückzuschlagen, zurückzutreten, zurückzugrappeln. Naja. Und ein Whip-In von Trestico. Was wird draus werden? Ein Armdrag.
Gut, warum auch nicht? Und ein Rückwärtssalti gibt es auch noch. Kostenfrei. An alle da draußen, ein Abo ist natürlich nach wie vor auch noch kostenlos. Ne? Nur so mal. By the way. Oh, schöner Dropkick gegen das Knie. Und das Knie in den Rücken. Ah, der Dropkick ging voll daneben. Rio will fliegen. Ja, der Swanton ging vollends daneben. Also irgendwie wie die meisten Moves. Wenn zwei Techniker gegeneinander antreten, dann gehen die meisten Moves daneben. Der Whip-In ging auch daneben. Und Dropkick, der auch daneben ging. Ja, der Karate-Kick ging auch daneben. Alles geht daneben. Voll daneben, das Match. Und Whip. In. Ja, Tresico hängt da jetzt in der Ecke. Rio legt ihn einmal upside down, wird aber gekontert. Oh, small package. Umgedreht. Ich sag schon nichts mehr. Nein, ich sage wirklich nichts mehr. Nein. Wir haben schönes Wetter heute draußen, oder? So, weil da passiert ja nichts, außer dass die da irgendwie so ein Kettencover machen, so Ringelpieps mit anfassen. Ach, geht doch. Ich wollte schon über das Wetter reden. Und Rio jetzt mit dem nächsten Whip-In in die Ringecke. Ein Kick. Und ja, das ist so eine typische Aktion der Cruiserweights. Und das Übersteigen, dieses mit dem Knien auf die Schultern des Gegners und die nach unten drücken. Ich glaube, bei einem Tyrese oder sowas würde das nicht gehen. Oh, wunderschöner DDT. Und selbst richtig, richtig schön hochspringt. Ein paar Sekunden praktisch gesehen stehen bleibt. Und der Move hat auch gesessen. Das haben wir gegen Baron Corbin gesehen. Da hat das auch schon ganz gut hingehauen. Und och nö. Wollte schon sagen, fangt mir jetzt nicht schon wieder an. Russian Leg Sweep von Tresico. Und ein weiterer Whip-In. Und da laufen sie einmal gegeneinander. Whip-In wird gekontert. Reversal. Da stand der Ref aber ganz, ganz gefährlich. Oh, Cannonball. Ja, probiert Rio jetzt mit dem Cover oder... Nee, ich glaube, er wollte was anders machen. Und wieder ein Small Package. Also irgendwann ist das hier vorbei dadurch. Umgedreht. Schönes Wetter heute draußen, oder? So dunkel mit Mondschein. Ob es bewölkt ist, kann ich nicht sagen. Es ist dunkel. Ja, die rollen sich da immer noch rum. Ich höre es an dem Klopfen des Referees. Und da hat sich 2K kein Gefallen mit getan, dass die das Kettencover so immer hin und her, weil da die KI nicht richtig programmiert ist. Weil sie wurde schon programmiert, wenn sie es können, dass sie es machen, aber dass das dann in sowas ausartet, das muss ja wohl nun wirklich nicht sein, ne? Das zerrt nur an den Nerven. An meinen zumindest. Danke. Da muss ich ja immer brav bedanken, sonst machen die gleich... Und da ist Sister Kyoko! Ja, aus dem Nichts, was ich ja schon sagte. Aber Tresico kommt raus. Kann den Dropkick abwehren. Aber fängt sich dafür ein Karate-Kick ein. Ja, Ryu Nashimaru ist gefährlich, was das angeht. Und tritt in den Rücken. Und dann geht's noch auf die Putterärmchen. Und, oh, Cross Armbreaker.
Nein, da. Ach, wieso? Was soll das? Oh, aber er hat getroffen. Okay, ich sag gar nichts mehr. Er hat getroffen und der Rest ist egal. Und... Nice, Dice. Richtig schöne Kopfschere. Und... Oh, Mann. Ich hasse es, wenn Rio das macht. Ich nehme ihm den Vorteil bald weg. Der Vorteil geht mir nämlich auf den Keks. Das zieht doch nur das Video in der Länge. Danke sehr. So, Tresico, der erste Angriff. Und Kopfschere. Er soll sein Glück nicht zu weit hinaus fordern. Das kann auch mal nach hinten losgehen. Und, oh, Rio. Also, ganz ehrlich, ich habe bald die Schnauze von diesen Scheißkettencovern echt mal voll. Weil das geht dann 10.000 Mal hin und her. Und jetzt möchte Rio ganz gerne mal fliegen und er trifft. Also, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber dieses Kettencover, das hat... Oh, ernsthaft, ein viertes Mal. Wenn nicht, das macht das ganze Match irgendwie kaputt. So ein bisschen. Ich meine, so ab und an mal einrollen ist ja in Ordnung, aber dann muss das nicht die ganze Zeit hin und her und hin und her gehen. Vor allem, da es bestimmt noch ein fünftes Mal kommen wird. Und Kopfschere. Ich hätte eigentlich auch einen Cover jetzt machen können dabei. Okay, dann macht das halt ein paar Sekunden später. Nein, only one count. Und das wird jetzt ein Aufgabegriff. Und da muss... Ja, der Ref steht natürlich wieder voll im Weg. Ja, er tappt lieber, weil er merkt, ach, der Ref steht mir eh im Weg. Da kommt er nicht mehr zu den Ringern. Und Rio Nishimaru gewinnt durch Submission und 10 Milliarden Kettencover. Was mich persönlich überhaupt nicht genervt hat. Naja, Glückwunsch an den Sieger. Wir kommen zum nächsten Match.